Was geht ab, meine OZ-Fighter-Sarien? Auf dieses Video freue ich mich übertrieben. Warum? Ich teste heute das allererste Mal ein Time Limit Only Team mit dem Leader Tag LR Super Gogeta. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. So ist das Team gebaut, Freunde. Ich bin sehr drauf gespannt, was ich von diesem Team erwarten kann, denn ich bin in dem LGE GT gegen Full Power Goku. Und vor allem würde es mich interessieren, wie die Blue Fusions performen werden. Denn die stehen ja oftmals in der Kritik von mir auch direkt am Anfang, dass sie direkt Turn 1 asozial wenig Defense haben. Ihr seht das. Guck mal den Vergleich an mit den Tech Super Gogeta im Vergleich zu zu dem LR Gogeta. Aber gut, ich will mir nicht allzu sehr zu harsch sein. Ich bin absichtlich in ein Event gegangen, welches lange geht. Deswegen gucken wir uns mal an, was der Charakter so drauf hat. Und, das ist der Friend hat zwei Dupes, by the way. Der Friend Gogeta. Und ja, ich hoffe, ihr habt dann im Endeffekt Spaß mit dem Video, Freunde. Ich teste hier quasi jetzt, oder ich showcase für euch, ein Time Limit Only Team. Weil als Gogeta sein Niederskill, oder Gogeta, als sie wussten, was Gogeta für ein Nieder hat, wie seine Kategorie aussah, war das so ein bisschen, okay, echt? Im Vergleich zu Stank Super Vegito, sein Niederskill ist tausendmal besser. Oh, das ist so geil, wenn ich das sehe, Alter. Aber ey, ich bin mal drauf gespannt. Ich bin mal drauf gespannt, wie eben sein Leader-Skill performen wird. Darum wird es gehen und ich teste das zum allerersten Mal, sein Leader-Skill, Boys and Girls. Okay, Freunde. Ah, das ist schon super Deck. Sehr geil. Gut. Dann wollen wir uns das Ganze mal anschauen. Ich konzentriere mich, guck mal, wie die Rotationen hier funktionieren, was wir so erwarten können an sich. Ich muss die Rotation auch zurechtbiegen, definitiv. Das werde ich machen. Ich werde aber mir tatsächlich, weil die Sache mit der Spielweise von Gogeta ist, von dem Tech Gogeta, du willst dir bei schwierigen Events, vor allem die Events, die lange gehen, oder bei Events, die lange gehen, willst du dir seine Transformation aufheben. Nicht unbedingt wegen dem Heal, sondern weil du für 5 Runden dann diese Damage Reduction hast und Angriffe vorhersehst und so fort. Okay, so Time Limit, das ist ein Time Limit Supporter, Freunde. Boah, wow. Warte, hier kommt, genau, hier kommt, okay, der kommt, ich lasse dann den mal hier trennen. By the way, die zwei linken sich nach der Transformation auch mit 5 von 7 Links jetzt. Aber ich lasse den hier mal an der Stelle drin, den Gotenks, weil ich will, wie gesagt, die Blue Fusions Rotation spielen und die Rotation mit den beiden Gogeta. Guck mal, die Super Deck Animation. Sehe ich in-game auch zum ersten Mal, wie cool. Das ist ein AOE-Damage, Freunde. Was hat denn der Boy drauf? Mit der Super Deck erhöht er seine Verteidigung für eine Runde, macht Supreme Damage gegen jeden Angriff, macht Supreme Damage gegen jeden Gegner und hat eine Chance, jeden einzelnen Gegner zu stunnen. Eine Medium-Chance. So, jetzt haben wir die Rotation an der Stelle. Dann machen wir das Ganze mal so. Ja, und so Tech Gogeta ist crazy defensiv. Am besten stellt ihn, idealerweise stellt ihn dorthin, wo er Angriffe bekommt nach seiner eigenen Superdeck, weil er Angriff und Verteidigung erhöht durch die Superdeck, durch beide 18 und 12 Key. Aber an sich hat er grundlegend eine 30% Damage Reduction einfach so. So, der Friend hat Zeit, wie gesagt, 13, aber ist nicht auf links Level 10. Meiner ist auf komplett links Level 10. Ich will den mal gleich mit meinem physischen Gogeta in der Rotation halten. Meiner ist auf 55%, aber ich denke, so können wir mal einen Vergleich sehen zwischen dem Friend, was der so drauf hat und was meiner so drauf hat. Jedenfalls, Gotenks hat er noch auf den Angriff und auf die Verteidigung 120%, bekommt zusätzlich weitere Attacken, liefern 70% und eine High Chance zu critten, wenn er gegen einen Gegner kämpft. Genau, und dann macht er eine Additional Attack, welches eine High Chance hat, eine Super Deck zu sein, wenn er gegen 2 oder mehr Gegner kämpft. Also im Super Battle und so wegen dieser Stun-Chance ist es richtig gut, wenn du gegen 2 oder mehr Gegner kämpfst. Und er gibt der Teile mit Katrui Key plus 3 Attack und der 40%. Also ist ein, als, er ist als Supporter quasi hier überwiegend. Tue ich rein raus sortieren. Das sieht so geil aus. Blue Fusions wirklich so. Vor der Transformation bin ich echt harsch mit ihm, echt kritisch, weil, Alter, der hatte 88.000 Defense, links Level 10, so, das geht nicht, das gibt's in meiner Welt mittlerweile nicht. Das gab's damals zu dem Release bei mir auch nicht, aber je länger das Event geht, desto mehr werdet ihr merken, wie krass die sind. Aber ich bin auch drauf gespannt, ob ich wegen denen tatsächlich draufgehe oder nicht, hier in diesem Event. Okay, guck, das ist krank, weil die haben in diesem Team einen Luxus, dass sie so ein Key plus 3 Attack und der 40% Supporter haben. Und das, oh, das sehen meine Augen richtig gerne. Leute, zwei Dupes auf Gogeta. Ihr habt gesehen, wie der gedupt ist. Und zwei Dupes auf Vegito. Puh. Oh, ich hab, Alter, ich hab die ja vernichtet, habe ich die. Ich hab die ja richtig gut aufgebaut. Ich hab mit roten Coins für die damals Dupes geholt gehabt. Einen, glaube ich. Und ich hab die noch zweimal weiterhin gezogen quasi. Ja, das ist halt krass, Alter. Turn 1 nach der Transformation 4-5.
Ja, also so fängt's an. Ihr könnt mir nicht sagen, dass die Rotation trotzdem schlecht ist. Aber was sie mir sagen können, und das sage ich auch selbst, ja, dass sie je nach Events wackeln können. Ja, auf jeden Fall, weil halt sie wenig Defense haben. Okay, jetzt habe ich meinen drin und ich lasse auch meinen Innovation, aber ihr merkt auch schon, meiner ist auf 55%, der Friend hat 2 Dupes. Guck mal, was für eine Defense der Friend hat, also was das einfach ausmacht. Meiner ist aber komplett links zu 10, Freunde, sowohl hier als auch hier. Und wie gesagt, ihr geht bei dem am besten auf Komplett Additional Super Attack. Okay. Rainbow Orbs immer einsammeln, wenn es geht. Bei dem Segel quasi auch. Aber wir gehen mal Tech Orbs den Boy, das führt uns auch ein bisschen hoch rein, weil er hat ja mehr Defensive so. Okay, Ladies and Gentlemen. Natürlich, also wenn sowohl physisch Gogeta sich transformiert, als auch mein Tech Gogeta, dann haben sie 7 von 7 Linkskills. Das will ich natürlich auch hier erreichen im Laufe des Showcase-Videos, dass sie die Rotation sehen. Weil das ist so gesehen, wir haben die alte Karte vom Dreijährigen und wir haben sein Remake. Das ist legit Remake. Oder ein Upgrade. Upgrade trifft es eigentlich eher. Die erste Animation ist aber so clean, ey. Die Karte ist richtig geil. Ich feiere die Karte hart, Freunde. Leute, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, oder besser gesagt, im Endeffekt, könnt ihr gerne ein Like da lassen, falls euch das Ganze gefallen hat. Dann könnt ihr was? Nein, Spaß, ich habe mich aus Versehen wiederholt. Falls ihr das Ganze unterstützen mögt, das wollte ich sagen, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Vielen lieben Dank für euren Support. Ja, das denke ich definitiv. Typenvorteil, der Mensch hat schon davor geultet. Alles gut. Gogeta, Tech Gogeta, Tech sag ich, in Gogeta auch crazy. Ja, die Accuracy, die hebe ich mir natürlich auf, logischerweise. Ja, aber die Sache bei den Ins Gogeta bei den Vierfachen, ich finde das echt schade, dass er einfach so eine Rundenbegrenzung hat. Ab Turn was, 7 oder so, ist er dann leider auch nicht mehr so stark tatsächlich. Bam, Alter, richtig, du gibt euch, wie cool. Ey, das ist richtig krass und er kann richtig oft angreifen. Nochmal ein bisschen, Bats. Boah. Die sind richtig krank, Mann, die sind krank. Die sind crazy, ey. Die habe ich lange nicht mehr gespielt, Triple Fusions, ey. Die habe ich wirklich lange nicht mehr gespielt. Verdammt nochmal. So, ich könnte ihn jetzt transformieren. Okay, die haben so an. Ich mach's aber noch nicht, weil ich muss mir das aufheben mit diesen 5 Runden, weil ich bin im Spiel gewählt. Die haben so 4 von 7 Links jetzt. Kannst du auf jeden Fall spielen, beide nicht transformiert. Definitiv. Lass mal gucken, was die Defensive drauf haben. Der Füße Ritter, okay, den habe ich ein bisschen links gelevelt, nicht wirklich. Und der ist auch auf 55%. Die haben. Oh, hey, okay, krass. Die Gogeta. Guck mal, der ist auch defensiv stark von der Defense. Krass, der hat sogar mehr Defense. Okay. Und der ist mit 100.000. Okay, bekommt er noch. Er erhöht ja noch an, Verteidigung für eine Runde mit der Super Attack. Der Gogeta-Rotation gefällt mir definitiv. 4 Millionen, okay. 4 Millionen. Zuvor 130.000 Defense. Nochmal jetzt an Verteidigung erhöht. 30% Damage Reduction. Ey, Leute, was. Ey, ganz ehrlich, was willst du mehr? Also Nutzen von diesem Charakter ist crazy. Klar, eine Edition Super Deck wäre noch geil gewesen. Dann hätte ich das besser getankt. Aber trotzdem, ey. Also der hätte jetzt zum Beispiel mehr Schaden bekommen. Bis jetzt gefällt. Und vergiss Utility auch nicht. Dieser Fuse Greater hält mich ja. Also wenn ich jetzt reinkomme und 50% runter bin, weil 6 Runden schon vergangen sind. Und ich habe noch den Heal von meinem Tech-Gogeta. Und das ist auch eine geile Synergy, weil der andere heilt mich hoch. Und dann bin ich ja 4. Runde schon vorbei. Und dann bin ich ja über 70%. Dann kann ich mich transformieren mit dem Aggro-Skin. Hier kann ich es nämlich nicht machen, weil ich unter 70% bin. Das ist auch eine geile Synergy. Also die Synergy von den Charakteren ist auch wirklich. Ich kann das nicht genug hypen und gut reden. Ja, aber ohne Supporter, wenn ich das sehe, dann. Auch wenn es knapp unter 100.000 sind bei dem Allegorita, dann tun meine Augen schon weh trotzdem. Da bin ich ehrlich zu euch. Weil der hat hier Typenvorteil und bekommt trotzdem 11k so. Klar, jetzt nach der Superdeck tankt er besser, aber trotzdem. Da bin ich schon kritisch, weil. Wenn wir beim Golden Great Ape Ozer durch wäre, down in der Runde, ey. Wenn er mich superdecken würde, ich würde fett aufs Maul bekommen. Okay, aber Damage Output ist natürlich am Start, ne? Also. Da muss ich niemandem was erzählen. So, Vegito Blue, wie viele Angriffe machen sie? Faust ins Gesicht, trotzdem richtig schöne Rotation. Vor allem auch direkte Skills, ne, darf man nicht vergessen, ihre Mechanik. Je nachdem, wo sie hinsetzt, procs auch die Passives und so. Das ist also, die Utility von denen ist auf jeden Fall noch nice. Fand ich aber schade, dass jetzt die Rotation das nicht gefinisht hat. Es sei denn, der Boy finisht sie. Komm, zeig was, du hast Zeit, Dupes, Mann. Der Friend, darf ich jetzt mal was sehen? Stark. Jetzt. Jetzt ist interessant. Jetzt ist interessant. So. Aber ich. Oh mein Gott, ich bin nicht unter 50% gewesen. Damit der sich hochgehalten hätte. Okay, jetzt ist crazy interessant.
Oh, okay, nein. Cut, 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 cut. Cut, warum? Seine Verteidigung wurde gesenkt. Leco Mio, schaut euch den Armen mal an. Der hat nur 67.000 Defense, weil seine Verteidigung zuvor gesenkt wurde. Der Arme. Ja, und merkt ihr schon, wie krass der gefallen ist, so, nachdem seine Pässe abgeklungen ist? Der Arme. Natürlich werde ich mir hier mit einem Item aushelfen. Lass mich kurz überlegen. Ich mache das. Ich muss mit einem Item aushelfen, weil ich wäre sonst down. Und das wäre ungerecht, wenn ich jetzt einfach so tun würde. Oh, ich teste mal, was du drauf hast. Nein, ich weiß, dass du aufs Maul bekommst. Weil seine Verteidigung so oder so gesenkt wurde. Kommt schon so gut aufs Maul, ey. Ey, da ich noch mehr Verteidigung, ne? Trotz dessen, dass ich ein Item aktiviert habe. Das ist euch hoffentlich bewusst. Er war bei 130.000 so. Okay, aber jetzt Angriff nach meiner eigenen Super-Deck tank ich besser. Das dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen. Und ja, jetzt merkt man halt schon, dass man in einem schwierigen Event ist. Ne? Und Legendary Goku Event, so. Ist jetzt nicht so alt, sag ich mal. Ist ein schwieriges Event definitiv. Also, da kannst du jetzt nicht so ein Auge zudrücken, wenn dann so eine LW Fusions unter 100.000 Defense angetanzt kommt. Vor allem ab dieser Phase. Aber merkt ihr den Unterschied, wie gut ich nach meiner Super Deck tank? Habt ihr den Unterschied gemerkt? Ich habe zuvor gerade nicht 40.000 kassiert und danach Double Digits. Das ist schon stark. Das ist definitiv stark. Okay, ja, gut. Ich habe hier so Angst vor der Rotation. Oh, okay, achso. Wundert euch nicht, wieso haben wir jetzt so viel Defense, weil ich ja für 2 Runden 50% Defense bekommen habe durch das Item. Aber, großes, dickes, fettes Aber. Ich erwarte hier einiges. Beziehungsweise Tech Vigitoru wird, kann im. Tankt in. Unterm Strich besser als Gogeta Blue, weil er ja mehr Super Decks starten kann und sie erhöhen ja Angriff und Verteidigung für eine Runde mit ihren Super Decks, so war das richtig. Genau, der kann einfach von der Pass aus mehr machen. Der Psycho hier macht aber sehr effektiven Schaden einfacher, also das will ich auch nicht unterschätzen. 5-4, ey. Ja, also der Support ist crazy. Der Support ist crazy. Der Support ist richtig cool. Also ich merke gerade vorhin, dass er einen Icarus aktiviert, ne, in irgendeiner Runde. Kann sein, dass als ich da die Defense-Sets gecheckt habe, die vielleicht höher waren wegen dem Icarus-Item. Ist mir gerade einfach spontan eingefallen nachts. Aber ihr habt sicherlich gemerkt. Okay. Ah, ich habe noch so Lust auf die ganzen Ecken. Oh, okay, Gott sei Dank Typenvorteil. So ein Defense-Item. Hat trotzdem 143.000 bekommen, alles klar. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt hat er wieder seine Defense. Klar, der Friend hat mehr, besser Defense. Der Friend hat 130.000, meiner hat 113.000. Trotzdem bleibe ich mal dabei, weil wir sehen hier einfach im Prinzip richtig gut, wie er davor tankt, wie er danach tankt. Jetzt mit einer rein natürlichen, lass mich das so machen, mit einer rein natürlichen Defensive, ohne Support Memory, ohne Item aktiviert, ohne Supporter, 113.000 Defense. Wie tankt er vor? Seine Super Attack, wie tankt er danach? 27, 27. Danach tankt er Double Digits. Wir haben es in letzter Runde schon gesehen, eigentlich. Auch trotz dessen, dass wir ein Item hatten. Aber wir hatten ja mehr oder weniger dann gleich Defense wieder wegen dem Item. Ja, krass, 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 krass. Schaden kommt natürlich nicht krass raus, weil noch nicht transformiert ist, so ist nicht. Oder an sich, wenn ihr im direkten Vergleich oder auch in der Rotation spielt, zum Beispiel Strength Vegito mit dem Tag, merkt ihr halt, Strength Vegito ist natürlich. Macht mehr Schaden, aber wir haben hier ein perfektes Paradebeispiel. Genau hier, Slot 1, wo du die ganzen Angriffe bekommst, kannst du Strength Vegito nicht hinstellen. Wenn er eine Super-Attack bekommt, klar, du siehst es hervor, aber trotzdem bekommt er mehr aufs Maul als der Tech, weil der Tech hat für 5 Runden auch 30% Damage Reduction oder vor der Transformation hat er immer 30% Damage Reduction. Der Strength auch vor der Transformation. Es geht mehr um nach der Transformation. Deswegen ist das, also ich verstehe diesen Rant nicht oder diese Kritik nicht, weil die Rotation funktioniert so gut. Der eine ist offensiv, der eine ist defensiv. Wenn du defensiv brauchst, stellst du den einen dahin. Wenn du offensiv brauchst, stellst du den einen dorthin. Das ist eine richtig krasse Rotation. Ja, apropos Offensive und Defensive. Wenn ich das dann sehe, dann tut es so richtig im Magen weh. Oh. Ja. Ich muss hier in jedem Fall ein Item aktivieren. Ach du Heiliger. Ich muss hier in jedem Fall ein Item aktivieren. Ich sag's dir, wie es ist. Puh. Ja, wenn ich drauf gehe, dann wie gesagt, dann denke ich eher wegen den Blue Fusions. Tatsächlich. Wenn ich drauf gehe. Weil ihre Defense ist einfach viel zu schwach für heutige Events. Das ist, guck mal. Das ist mitten im.
288 Chancen mit 5% Defense durch ein Item. Klar, nach seiner Superdeck hat er das beste getankt, aber wirklich so arg viel? Natürlich nicht. Das tut halt weh. Das tut leider weh, Mann. Und er hat so viel Edition Superdeck, Edition Attack, Jumpman Edition Superdeck. Das tut leider weh, Mann. Aber jetzt habe ich nächste Runde meine Fusion mit Gogeta, mit dem physischen. Und ich könnte mir überlegen, ob ich dann den Tech transformiere. Könnte ich mir überlegen. Je nachdem, wie viel Schaden ich verrichte jetzt diese Runde. Weil ich will das eigentlich erst gegen den letzten Gegner aktivieren. Gegen Full Power Goku. Weil ich bin da typenneutral. Aber dann habe ich für 5 Runden meine Damage Stark schon. Und ich sehe, wo er Super Attack. Das ist eine richtig brutale Utility, die ich niemals in meinem Leben unterschätzen würde. Aber die Rotation hat echt fett Schaden gemacht. Das ist, Alter, ich habe auch sein Fell einfach an heute. Das ist so eine geile Rotation. Das ist so eine geile Animation. Ja, jetzt gibt euch. Und jetzt könnte ich auch dadurch den Active Skill von dem Tech aktivieren. Das ist halt crazy. So, aber wie linken die sich denn so? Ja, seht ihr, ich könnte es aktivieren. Ja, da kommt noch Legendary Power hinzu. Und dann haben die nur 3. Ja. Okay. Ungern. Ich würde es jetzt. Wir haben jetzt wie immer noch 50% Defense. Ich würde ungern sie jetzt dran zu. Also ich denke, ich werde diese Runde sie nicht vernichten, es sei denn, ich transformiere ihn. Ne, ich denke, ich... Wisst ihr das? Ich überlege gerade, ob ich das so erstmal laufen lassen will, damit wir sehen, wie er tankt und dann transformiere ich, aber ich habe ja noch den Friends. Dann komm, dann lasst uns mal transformieren. Dann lasst uns ihn mal transformieren. Gönnt euch die Animation. Geil. Oh. Also ich bin Runde 13. Runde 18 habe ich doch meine Damage Reduction und Ki plus 5 dann nicht. Guck mal, er greift ganz rechts an. Das ist so eine krasse Utility. Ihr könnt auch quasi ein Extra einfach aktivieren, dann die App neu starten, dann ist er wieder nicht transformiert, aber ihr wisst, wo ihr angreift. Das ist so eine geile Utility. Jetzt komm, jetzt nicht mal was sehen. Ich lass Gotenks dort. Ich tu den physisch nicht dein. Also wir haben jetzt alle Link-Skills wegen dem hier. Ne? Und wir haben jetzt einen Supporter. Wie gesagt, achtet nicht auf die Defense, weil die Defense ist mit einem 50% Defense-Item. Jetzt komm, zeig mal was. Und falls ihr vergisst aber, oh, sind die 5 Runden vorbei oder nicht, dann könnt ihr es einfach anhand der Key zählen, weil diese Key plus 5 gehen auch nach 5 Runden weg. Keine Edition Superdeck, gar nichts. Ah, der ist, sorry, der ist auf 55%. 5 Millionen, okay. Bam, Alter. Schade, dass der Goku keine Melee-Base Superdeck macht, sonst hätte ich das annulliert. Also, wenn ich ihn jetzt, wenn ich ihn nach rechts gestellt hätte. Leider keine Edition Superdeck, aber das Ding ist, ist bei mir auch auf 55%. Er hat nur Skill-Ops in Bezug auf Edition Superdeck. Mal geschaut, was Gotenks kassiert jetzt. Mit Item aber. Okay. Weniger als Gogeta auf jeden Fall. Aber Luxus ist halt hier, ne? Ich sehe, wo ich Super Attacks bekomme und wo nicht. Und diese Active-Skills von den beiden ist halt auch gestört. Also gut, ich muss den dann stellen, weil der andere hat das Typen Nachteil. Ich bekomme keine Super Attacks, ich hoffe, ich überlebe das aber. Nicht, dass ich da drauf gehe wegen den beiden. Also nicht, dass sie mir die Rotation dann nicht überleben, ne? Wie viel Schaden bekommt der? Warte mal. Ja, das tut halt weh, aber das soll ich trotzdem überleben, weil eine Superdeck bekomme ich nicht. Das tut mir so weh, das anzugucken. Und jetzt? Geil, die machen zwar fett Damage, aber ich habe nächstes Mal einfach keine HP mehr. Ich habe auch kein Heal-Item mehr. Das tut jetzt halt weh. Aber Damage ist auf jeden Fall am Start. So, Ladies and Gentlemen, so weit sind wir gekommen. Jetzt lass mal gucken. Wie wir das jetzt hinbiegen. Bekommen wir eine Super-Deck? Ja, ganz links sogar. Okay. Ich muss das Item aktivieren. Muss ich. Anders geht's nicht. Anders bekomme ich auch Small. Aber ich stelle jetzt tatsächlich nicht den vierfachen Gogeta hin.
sondern ich stelle ihn hin. Ich habe nämlich meine Chance, dass ich davor noch meinen Angriff und Verteidigung erhöhe. Und ich habe noch meine 30% Damage Reduction. Jetzt mal doch schauen, was er... Dein Ernst? Was er tankt. Ich habe 69.000... Ich glaube, ich bin raus. Ich glaube, ich bin raus. Nicht. Krass. Wow. Wow. Lecko ist der Defensiv, Alter. Aber, ach so, ich depp, warte mal. Ich habe doch Wuss-Item aktiviert. Und trotzdem 19k kassiert, da merkt ihr, ich war kurz richtig draußen. Ich habe doch Wuss-Item aktiviert. Sorry, ich mal zurück. Ich weiß zurück. Aber wow, 19.000 trotzdem. Uff, die ist zu weh. Jetzt passt mal auf. Ja, die kann ich jetzt leider nicht aktivieren, ne, weil wir noch viel HP haben. Ich bekomme links den Super Attack. Ich habe Damage Reduction aktiv. Und ich habe. Oh Gott, ich muss das nochmal machen. Sehr brenzlig. Vielleicht hätte ich mehr Heal-Items mitnehmen sollen. Das ist jetzt sehr brenzlig. Ob Gotenks das da überlebt, aber der hat jetzt 80% Damage Reduction in der Runde quasi. Ja, alles gut. Ich muss halt gucken, dass ich mit dem Orbs hochheile. Ich hätte quasi noch ein Heal von meinem Friend Supergoreta, aber das wird knapp. Das wird knapp. Ja, wegen dem Active-Skills von dem Gogeta würde ich jetzt auch schade. 8 Millionen, ja, jetzt brennt's aber. Der Schaden ist halt unvergleichlich, Alter. Was für ein Schaden die rausdrücken. Komm, endlich ein Super-Attack, bitte. Ah, mach doch eine 12-Key, Mann. Super-Attack. Aber guck mal, die Normal-Attacks, was für einen Angriff die machen. Wieso habe ich Vegito da eingestellt? Ja, der kann ja mehrmals Super-Attacken. Der hat mehrmals seine Verteidigung. Natürlich die Dodges. Ja, okay. Ob wir das noch schaffen, bin ich mal drauf gespannt. Aber trotzdem denke ich, haben wir Gutes gesehen. Warte mal. Das ist die Sache. Sehr stark. Beste Getränk als Tech Gogeta. Crazy. Ah ne, ja, warum auch? Das war eine Pfandfrage, eine Testfrage. Weil ich hier 80% Damage hatte. Hier hatte ich zweimal Luis, also es war gestackt. Jetzt habe ich nur noch 50% von Luis. Ich bekomme links wieder eine Super Attack. Alter, der will mir ja crazy die Nase brechen. Ich stell den hier hin. Ich lasse den Rotation. Ich mach das so. Wäre halt aber gut, wenn ich Orbs vom selben Typus einsammle. Also ich habe auf jeden Fall noch Ich habe auf jeden Fall noch meine Damage Reduction, weil ich sehe den Angriff hervor. Ne? Deswegen. Und ich habe ja den anderen, den Fred noch nicht transformiert. Wieso habe ich jetzt den Friend in Rotation gelassen? Also Mangoita hat ein bisschen mehr Defense. Aber ich denke, es wird nicht dazu kommen. Vielleicht mit der Hoffnung, dass ich irgendwie mich hochhalte über 70% HP. The Dreams. Allein an Orbs denke ich leider nicht tatsächlich, dass es passieren wird. Aber jetzt weißt du, dass es brutal wird. Jetzt habe ich die Blutfusion so ein bisschen runtergeredet. Aber reicht das von der HP? Oh, 3 Super Attacks. Wenn ich es mit dem Eggs von Gogeta Blue ihn finische, das wäre krass. Aber dieser Painterful Poruku, er greift einfach jede Runde an, merkt ihr das? Mit der Super Attack wohlgemerkt. Wird schon noch spannend genannt, oder? Findet ihr nicht, Freunde? Ah, der hatte nicht mal leider 18 Key. Ah, trotzdem sehr effektiver Schaden, okay. Jetzt zeig du mir was, komm. Bam, Alter, die Super Attack sieht so geil aus. Entweder zu 70% Crit oder halt sehr effektiver Schaden. Crit wäre mir lieber. Dankeschön. Okay. Es ist krass spannend geworden. Okay. Tut er super decken? Oh mein Gott, ich heil! Ja, Mann, Alter! So, ich stelle ihn jetzt, wenn ich ihn hier hinstellen würde, dann hätte er die Dodge-Chance und seinen Fort. Aber ich stelle ihn hier hin, weil hier hat er diese Effektivität. Ich gehe nämlich darauf, dass das diese Runde beenden will, weil ich habe beide Active Skills. Gönnt euch erstmal, lasst uns erstmal Monkey Power gönnen. Let's go. Und er tut auch nichts super, denke ich, die Runde. Obwohl, warte. Okay, der hat es jetzt gebufft. 151.000. Das Ding ist, wir sind in der 18. Runde. Ich weiß nicht, ob der Effekt down ist. 13. Runde habe ich ihn transmit. Für 5 Runden eigentlich sollte ich das noch haben. Also sehen.
Klar, ich sehe es jetzt nicht und da ist auch nicht die Rotation, ich konnte nicht die Q hochziehen, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es aktiv ist, weil es ist ja für 5 Runden. Oh, okay, ja. Okay, ja, damit hast du mir echt gezeigt, dass man euch trotzdem in langen Events nicht unterschätzen sollte. Denn man kann, er hat einfach 4,8 Ereignisse rausgedrückt. Denn man kann ja auch im Prinzip einfach Items benutzen, um denen so entgegenzukommen. Geiles Video, findet ihr nicht? Geiles Team. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.